Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir haben noch eine Challenge bei uns, die Hexenmeister-Challenge, die wir jetzt angehen werden. Und dafür bekommen wir einen Trödler. Kann mir eine Karte, die 1 kostet. Okay. Ja. Bin gespannt, ob die es ins Spiel irgendwie gut reinschaffen wird oder ob die oft genommen wird. Ich habe keine Ahnung. Aber gerade vielleicht als Upgrade-Karte könnte die natürlich sein. Aber schauen wir uns an, was unsere Herausforderung ist. Ich spiele ja Hexe eigentlich echt ungern. Aber schauen wir mal, was wir gegen Ferix hier entsprechend machen können. Gut, was bekommen wir? Wir bekommen... Grubenlord, aber ich würde sagen, Leerwandler würde ich am Anfang auf jeden Fall drin lassen. Und die beiden anderen schmeißen wir raus. Ich will jetzt am Anfang erstmal kleine Karten, damit ich sehe, was wir hier machen können. Ach guck, da bekommen wir gleich den Trödler. Ist natürlich praktisch dann, wenn man schnell eine kleine Karte hinspielen möchte. Aber ja, dann halt eben so für Zug 3, denke ich, könnte die vielleicht was sein. Anstatt da halt eben die Heldenfähigkeit zu benutzen, wenn man keine schöne Karte hat. Ja, er spielt irgendwie nichts. Das ist natürlich für uns perfekt. Dann spiele ich Froschi, glaube ich. Ja, komm. Hau mal rein, glaube ich. Oder den Trödler. Nee, Froschi. Wir nehmen Froschi. So, den gehen wir auf den Stab. Ich kann ihn ja oben gerade eh nicht angreifen. Und dann schauen wir, was von ihm kommt. Er spielt jetzt hier den 2-3er. Gott sei Dank ging das entsprechend dahin. Und ich denke, dann können wir... Ja, da können wir traden. Und damit können wir eine Karte extra ziehen. Ich glaube, ich guck mal, ob wir da irgendwas Schönes haben. Ein Blutwichtel. Ich mag Blutwichtel irgendwie. Oder Verderbene? Nee, ich glaube Blutwichtel. Damit können wir den Einhalt eben auch noch ein bisschen buffen. Ja, wir nehmen den mal rein. Vielleicht geht es ja durch Zufall auf den Tank. Und dann nehmen wir... Der stirbt. Ja, wir nehmen den Stab zu uns rüber, dann kann uns da schon nichts passieren. Und der 2-3er kommt eh nicht an meinem 1-4er vorbei. Dann ist es gerade auch perfekt. So, er geht natürlich drauf, damit haben wir gerechnet. Hier haben wir den 5-2er. Ja, legen wir uns noch einen extra Spotter drauf. Und ja, ich nehme ihm den 5-2er weg. Der macht mir sonst noch Ärger. So, den schicken wir ins Gesicht. Den schicken wir ins Gesicht. Und ja, ich weiß, normalerweise am Anfang Karten ziehen. Aber ja, den 5-5er hätten wir eh nicht. Hätten wir eh nicht spielen können. So, da kommt schon der nächste. Er geht komischerweise auf den anderen Tank drauf. Und okay, der ist natürlich echt cool. Sollen wir das auf einen von unseren Wandlern drauf spielen? Ja, komm, hauen wir drauf. Dann ist das nämlich ein 6-8er. Den jagen wir auf ihn los. So. Der geht ins Gesicht, der auch. Die kriegt er ja eh nicht weg, beziehungsweise beim einen stirbt er entsprechend. Ich habe natürlich auch echt Glück. Ah, jetzt nimmt er mir den natürlich weg. Ja, er geht natürlich drauf. Hat dafür oben nur noch 6 Leben. Und es wird langsam echt knapp, obwohl haben wir es schon. Ja, wir buffen ihn einfach. So, das sind jetzt ein 5-6er. Dann jetzt alles ins Gesicht und schon ist die Challenge geschafft. Und ja, Sonnenlieb Ferix ist da nur mit Vergangenheit. Also bist du heroisch. Ja, dann danke ich dir vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, dir hat die Challenge gefallen und es gibt dir ein bisschen Anregungen. Ich werde jetzt mich dann auf die Heroics vorbereiten und dann sehen wir uns gleich da dazu.
Alles weitere gleich in den Links. Bis dann. Ciao, ciao.